Festspiel aus Baden-Baden hat eine Wahnsinnstradition, obwohl es erst 25 Jahre alt ist. Es hat die jahrhundertalte Tradition von Baden-Baden einfach mitgenommen. Das Festspielhaus Baden-Baden ist 25 Jahre alt. Und die Sommerfestspiele sind schönste Gelegenheit für besondere Begegnungen und überraschende Einblicke. Das Gebäudemanagement ist wirklich für alles zuständig, auch fürs Entenretten. Es ist das größte Opern- und Konzerthaus Europas. Also, los geht's. Wenn Instrumente der Metropolitan Opera New York auf Reisen gehen, sind hauseigene Spezialisten dabei. Hier werden zwei Sattelzüge entladen. Gerade noch war das Orchester zu Konzerten in Paris und London. Jetzt Baden-Baden und die Sommerfestspiele. Heute Abend werden sie eröffnet mit Gala-Konzert und Gala-Diner. Was wohin muss, folgt einem genauen Plan. Und schnell muss es gehen. Die Transportmanagerin ist seit 5 Uhr auf den Beinen. Bei den millionenteuren Instrumenten wird nichts dem Zufall überlassen. Hier stehen die Kontrabässe. Die Cellis sind dort drüben aufgereiht. Auch die wertvollen Geigen und die Violen. Das sind unsere kostbarsten Instrumente und sie brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Vor allem eine jederzeit konstante Raumtemperatur. Das macht den Transport so speziell. 22 Grad Celsius sind ideal für diese Instrumente. Markus Boss, der Produktionsmanager. Alles im Blick. Immer. Oh. Alles raus, gut. In der Klassik sind sie eigentlich alle easygoing. Also mehr oder weniger alle easygoing. Es gibt kaum welche, die wirklich sehr schwierig sind. Auch easygoing. Joyce Di Donato, die Mezzosopranistin. Wir kamen letzte Nacht an. Davor war ich auf einer 11-Städte-Tour den ganzen Juni über. Dann einen Tag frei und dann gleich Paris und London. Mit diesem Orchester und mit Yannick war es eine einzige rasende Fahrt nach ganz, ganz oben. Und jetzt landen wir in Baden-Baden. Zur Eröffnung der Sommerfestspiele und zum 25-jährigen Jubiläum. Ich kann mir kein besseres Projekt mit Yannick und dem Metropolitan Orchestra vorstellen. And the Metropolitan Orchestra for sure. Yeah, that's fine. Is it fine? Yes. Is it fine? Great. Okay, that's good. Joyce ist eine meiner Seelenverwandten in der Musik. Als Künstlerin und als Mensch, einfach unbeschreiblich, wie von einem anderen, ganz wunderbaren Planeten. Ich kann einfach nicht genug kriegen von Joyce, in meinem ganzen Leben nicht. There's never enough of Joyce, that's what I mean, in my life. Thank you.
Hier ist ein sehr besonderer Ort für mich. Ich komme seit 12 Jahren zu dieser Jahreszeit hierher, immer im Sommer. Diesen einzigartigen Platz nennt man auch die Hauptstadt des Sommers. Seit Mozart schon kommen Musiker hierher. Also, willkommen in Baden-Baden. Musik war in Baden-Baden neben den heilsamen Kräften der Natur schon immer en vogue. Hector Berlioz, französischer Komponist, einer, der hier lebte. Er nannte seine Konzerte Festival und prägte so den Begriff einer Festivalstadt. Johannes Brahms komponierte Verliebt unweit von Clara Schumann. Die Pianistin zog 1863 ganz hierher. Baden-Baden, schon immer ein inspirierender Ort. Wenn ich hier ankomme und das Grün sehe und den Fluss, die frische Luft rieche, bin ich auf der Stelle entspannt und fühle mich echt verwöhnt. Lassano, der Gebäudemanager, ist auch entspannt. Liegt wohl am Plan, den er immer hat. Jetzt ist der Teppich dran und später noch etwas ganz Besonderes. Jennifer Hüllen leitet das Foyer-Team, also die Gemeinschaft guter Geister, die sich an diesem Sommerfestspielabend um bis zu 2500 Gäste kümmert. Herzlich willkommen heute zur großen Gala mit der Met und mit dem Yannick Nesse-Séguin. Die Gäste sind vor der Veranstaltung und in der Pause regulär im Club. Deswegen sind sie auch so gut aufgestellt heute. Auf der Bühne knistert die Spannung. Und so macht der Chef erstmal alle locker. Dieser Mann hier, also du sagst ja gern, du bist mein Bruder, aber ich meine irgendwie, also dann sicher von einer anderen Mutter. Also eins, was mir immer wieder einfällt, wenn ich bei den Sommerfestspielen bin mit Yannick, ist, wie er sich anzieht. Weil Yannick ist ein wahnsinnig toller Mann. Er hat den Mut zur Mode und er trägt immer so kurze Hosen mit T-Shirts von Gucci, dann auch tolle Sneakers und so weiter. Hat ein Tattoo auf der Wade. Also er sieht wirklich nicht aus wie ein Dirigent, er sieht aus wie ein Model. Aber ganz toll. Und dann geht er auf die Bühne, macht tiefgreifendste Musik, taucht in Brahms ein, taucht in Farin ein, bringt uns die Musik wirklich zum Klingen. Und dieses Ding ist für mich immer wieder präsent. Und wir lachen oft drüber. Und er ist ja auch relativ klein, ich bin ja relativ groß. Und wenn wir uns dann nebeneinander stellen, dann ist es immer ein großes Gelächter. Brother in mind, brother in heart, brother in emotion and brother in music. And what is about our work is music. And so we are very, very glad and thankful that your orchestra comes to Baden-Baden. And maybe one or someone from you knows, the first time the Metropolitan Opera Orchestra was in Baden-Baden is 100 years ago. Benedikt Stamper, Menschenfreund, Strippenzieher, Intendant, leitet das Festspielhaus seit 4 Jahren. Die musikalische Geschichte Baden-Badens ist ihm Antrieb, Glücksfall und Verpflichtung zugleich. Das Haus hat eine Wahnsinnstradition, obwohl es erst 25 Jahre alt ist. Es hat aber diese jahrhundertalte Tradition von Baden-Baden mitgenommen, schon seit Gründungszeiten. Man kann auch sagen, dass das Haus war schon alt, als es angefangen hat, aber im besten Sinne. Weil man assoziiert mit Baden-Baden halt auch Konzerte, Kultur, Brahms, Turgenev, Furtwängler, Karajan. Und heute auch das Festspielhaus. 90 Meter lang und 33 Meter hoch. Im Mai 1996 der symbolische erste Spatenstich. Direkt hinter dem denkmalgeschützten alten Bahnhof wird das größte privat finanzierte Opernhaus Deutschlands stehen. Für 120 Millionen Mark. Ein Traum für die einen, Albtraum für die anderen. Auf jeden Fall ein finanzielles Wagnis der richtig großen Art, mitten in der kleinen Schwarzwälder Kurstadt.
Man muss schon mal ein finanzielles Risiko eingehen, um was Schönes zu haben. Außerdem hoffe ich schon, dass es jemand durchgerechnet hat, der auch was davon versteht. Ein Haus mit 2500 Plätzen. Sogar die Karajan-Pfingstfestspiele sollen von Salzburg nach Baden-Baden umziehen. Der Karajan macht goldene Eier. Festspiele nicht der Verzagtheit und der Kleingläubigkeit. Und dass da natürlich diejenigen, die sich da dran machen, alle Klugscheißer der Welt auf die Barrikaden treiben. Das ist doch das Normalste der Welt. Fakt ist, man eröffnet 1998 mit sündhaft teuren Eintrittspreisen und einem miserablen Management. Im ersten Jahr laufen im Festspielhaus 10 Millionen Mark Schulden auf. Sogar das Mariinsky-Theater aus St. Petersburg, eines der besten Opernensembles der Welt, will kaum jemand sehen. Das privat finanzierte Prestigeprojekt steht vor dem Aus. Mit Hilfe amerikanischer Mäzene und des Mariinsky-Theaters werden schließlich 13.000 Freikarten verteilt. Es ist die Flucht nach vorne. Mittendrin der frisch gekürte Intendant Andreas Möhlig-Zehpauser. Wer heute ein großartiges Erlebnis hat, den werde ich auch bitten, seinen persönlichen Beitrag im Finanziellen zu leisten, durch eine Spende, um die Zukunft des Festspielhauses gut zu gestalten. Dafür danke ich jetzt schon. Dank einer Stiftung gelingt das schier Unmögliche. International renommierte Künstler und Ensembles treten auf. Eine große Zahl privater Stifter und Mäzene ermöglicht Opern, Konzerte und Ballettaufführungen. Die private Förderung, da weiß jeder, der einen Euro gibt. Und das reicht ja von 700 Euro oder 580, 600 Euro im Freundeskreis bis zu 50.000 Euro oder 250.000 Euro, je nachdem, um welche Einzelspenden und Förderungen es geht, pro Jahr. Da gibt es im Grunde genommen eine Krise nur dann, wenn die Faszination der Musikkunst nachlassen würde. Ist sie da und wird das Haus gut geführt mit einem guten künstlerischen Programm, dann fließen auch die Gelder. Also, wir müssen jetzt im dritten Stock fahren. Dort oben warten schon Festspielhausgäste der anderen Art. Wir haben hier auf der Terrasse diese Efeu-Pyramiden. Und die werden total gerne von den Enten als Brutstätte benutzt, weil sie da sehr sicher vor Fressfeinden sind. Und das einzige Problem ist, wenn dann die armen Entenküken schlüpfen, haben die natürlich keine Möglichkeit, von hier zu unserem Park zu kommen, wo der See ist. Also das gehört tatsächlich zum jährlichen Ritual vom Festspielhaus, weil hier einfach jedes Jahr diese Enten brüten. Und wir versuchen tagtäglich so ein bisschen mit wachem Auge zu schauen, was sich auf der Terrasse tut, weil man nicht ganz genau weiß, an welchem Tag die schlüpfen. Und dann haben wir unsere Entenrettungsaktionen, also eigentlich fast täglich dann. So. Okay. So. Zu deinen Geschwistern. Das ist aber auch wirklich ungewöhnlich viel. Also das hat man selten, dass so viele Küken aus einem Nest kommen. Auf dem Dach wird gerettet, auf der Bühne geprobt. So, yeah, I am. Just in the old coin. Yannick Nesesegin, der musikalische Direktor der Metropolitan Opera und anderer großer Orchester. Er liebt auch neues Musiktheater und großes Kino.
Lasst uns nicht zu vorsichtig sein. Hier ist eine Wendung. Ich weiß, wir wollen Nuancen, aber manchmal, und ich sage das voller Liebe, und das hat nichts mit euch speziell zu tun, manchmal, wenn das Herz des Orchesters so ein bisschen in sich geht, dann vergisst es, das Blut durch die Venen zu pumpen. Also lasst uns hier eine Wendung machen, okay? Manchmal kommt sie auch von ganz allein. Es ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber ich würde sagen, Yannicks Stärke ist diese unglaubliche Musikalität und sein besonderer Umgang mit dem Orchester. Er hat diesen unbändigen Wunsch, jeden so weit zu bringen, dass er fliegen kann. Er bringt in alles einen Funken Magie. Presspolade. Enzo, ja. Presspolade. Und Sie. Ja. Exquisite Gerichte zur großen Gala entstehen hier, in der Küche des Festspielhaus-Restaurants AIDA. Die Kleine. Flying. Sechs. Heute gibt's leckeres Maine Lobster. American Maine Lobster mit einer Guacamole. Und Ananas-Mango-Chutney dazu, das Ganze in Kokosmarinade. Und als Lecker, als Bonus haben wir eine schöne Suppe vom Osthaler Weideochsen mit Gemüseperlen, ein paar Pfifferlinge drin und schön Pfifferlingsschaum drauf. Und im Hauptgang haben wir den Kalbsrücken. Da wird es noch ganz langsam bei 80 Grad Niedertemperatur gegart und am Schluss noch mal richtig schön heiß gegeben von außen. Und er ist sozusagen der kulinarische Star-Dirigent. Sternekoch Harald Wohlfahrt. Die Passantin mit Sonnenbrille, eine der besten Geigerinnen der Welt. Lisa Batjaschwili hat georgische Wurzeln und Baden-Baden bringt sie immer ein bisschen zum Träumen. Ja, Baden-Baden ist ja ein unglaublicher Ort für die Musiker. Ich hatte als Kind eine Vorstellung, eine Vision von dem, wie eigentlich es in Deutschland lebt. Der Unterschied, der damals bei uns war zwischen dem Leben, was wir hatten in dem sowjetischen Georgien und hier in Deutschland, war so extrem. Aber so habe ich mir eigentlich Deutschland vorgestellt, so wie ich heute Baden-Baden auch erlebe. Es ist natürlich unglaublich gepflegt, ruhig und gleichzeitig schön grün, ich weiß nicht, frei, warmherzig, alles, was man sich so vorstellen kann. Und dazu noch unglaublich reich an der Kultur. Ich kann dir das Kleid abnehmen, ich hänge es mal auf und schaue es mir an, ja? Okay, danke. Auch ein Galadiner ist eine Art Symphonie. Braucht also tipptopp Vorbereitung, präzise Planung und Durchführung. Also ich verstehe, warum er da kommt. Das
Man muss zumindest natürlich die Aufgabe komplett im Kopf haben, was passiert. Und man muss den Ablauf im Kopf haben. Man darf nichts vergessen. Ich habe das Fleisch jetzt schon im Ofen bei einer bestimmten Temperatur. Wir haben das Dessert schon im Auge, weil das später eine bestimmte Konsistenz haben muss. Und so hat man eigentlich das ganze Menü vom Ablauf her jetzt im Kopf. Und wir sind jetzt dabei, die Vorspeise anzurichten. Das ist süß-sauer hier, ja. Und dann ein bisschen Schärfe noch von Chili dazu. Und abgerundet mit Kokosmark. Ein Gala-Diner zum 25. Geburtstag. Ein Festkonzert. Dabei stand vor 3 Jahren noch mal alles auf der Kippe. Dann kam Corona und damit war alles anders. Wir hatten überlegt, die Struktur etwas zu ändern, mehr auf Festspiele zu gehen. Also dem Namen Festspielhaus auch dieses programmatische Moment zu geben, zu sagen, Baden-Baden ist eine Festspielstadt. Und dann alles abgesagt. Das Festspielhaus nur noch leere Kulisse. Und der Intendant gerade frisch im Amt. Eine einzige Katastrophe. Wir haben ja nicht gespielt, es gab keine Zuschauer, es gab nichts. Ich musste die Stifter, die ich noch gar nicht richtig kannte, überzeugen, gib mal Geld, damit wir überleben können. Also war meine Aufgabe weniger der Intendant, der Programm macht, sondern eher der Krisenmanager, der ein Haus rettet. Und die Rolle musste ich auch erstmal annehmen. Oder mussten wir annehmen. Und das ist ganz gut gelungen, muss ich sagen. Und wir waren dann quasi wieder raus. Und dann kam ja der Ukraine-Krieg. Dann kam der Wegfall des Marinsky-Theaters mit Valery Gergiev, der ja auch seit Beginn des Hauses hier in Baden-Baden tätig war. Der auch das Haus gerettet hat, wie er immer sagte, weil er damals sehr viel gemacht hat in der Anfangszeit. Das war vorbei, von heute auf morgen. Es gab kein Ballett mehr, es gab kein Orchester mehr, es gab keine Oper mehr, es gab kein Gergiev mehr, es gab kein Marinsky mehr. Was macht man dann? Man holt den russischen Dirigenten Kirill Petrenko. Der hat sich klar von Putin und seinem Angriffskrieg distanziert. Seine Berliner Philharmoniker spielen Tschaikowskis Pikdam, also klassische russische Oper. Denn Kunst soll keine Grenzen kennen. Es wird ein Riesenerfolg und ein starkes künstlerisches Signal. Wir haben dann gesagt, wir machen aus der Not eine Tugend. Und gründen einfach in dieser größten Krise des Hauses, gründen wir einfach Festspiel neu. Und hatten dann mit den Osterfestspielen dieses Jahr und auch letztes Jahr einen Riesenerfolg. Wir haben mit Vorne Schatten von Richard Strauss zum Jubiläum des Festspielhauses eine der großen Opern der Musikgeschichte auf die Bühne gebracht. Es war ein Sensationserfolg, die Auslastungszahlen schossen in die Höhe. Dadurch ist uns sozusagen der Start gelungen, weil wir kamen aus der Krise ins Jubiläumsjahr rein und da musste irgendwas passieren und dann sind wir voll auf Angriff. Eine Oper als Musical. Mit Bildern wie aus Hollywood. Lisa Batyashvili, die Geigerin mit georgischen Wurzeln, hat ganz selbstverständlich eine klare politische Haltung. Ich bin nicht einverstanden mit den Leuten, die sagen, wir Musiker sind nicht politisch. Wir müssen einfach nur Musik machen. Und da bin ich wirklich nicht einverstanden, weil wir ein Teil der Gesellschaft sind. Wir sind auch Bürger, so wie andere. Wir leben in der Demokratie. Wir müssen eine Meinung haben. Wenn wir keine Meinung haben, dann haben wir nicht verstanden, warum es Demokratie gibt. Jeder Künstler ist auch dafür verantwortlich, eine Meinung zu haben und die zu teilen. Seit 2014, dem Beginn des Krieges in der Ostukraine, spielt sie dieses Requiem als Zugabe. Lisa is
Lisa ist mehr als eine Seelenverwandte. Sie ist meine Schwester in der Musik. Wenn wir zusammen sind, komme ich mir vor wie Bruder und Schwester. Unsere Geburtstage sind ziemlich ähnlich. Meine am 6., ihre am 7. März. Nicht im gleichen Jahr natürlich, sie ist jünger als ich. Aber unsere Beziehung in der Musik fühlt sich so an. Wir haben viel zusammen aufgenommen und sie spielt oft mit mir und meinen Orchestern. Auch das Chamber Orchestra of Europe ist ihr sehr vertraut. Mit ihr und diesem Orchester Brahms zu spielen, ist geradezu familiär. Und wenn ich sage familiär, meine ich, sich also richtig gut zu kennen, ist absolut die Voraussetzung dafür, Musik zu machen. Das ist eine ganz besondere Freundschaft. Es ist natürlich eine musikalische Freundschaft, aber wir sind auch im Backstage-Freunde sozusagen, auch auf der Tour. Und was auf der Bühne passiert, ist wieder etwas, was man manchmal gar nicht richtig erklären kann. Es ist so eine Einheit, man kommt einfach zusammen, es passiert etwas auf der Bühne, weil man da zusammensteht. Und wenn ich den ersten Moment sehe, wenn er anfängt zu dirigieren, dann werde ich wirklich ich. Schnell an den See. Sieht aus, als ob alle, also wirklich alle, zu ihrer Bestimmung finden. Bei diesen Sommerfestspielen zum 25. Geburtstag des Festspielhauses in Baden-Baden. Kombination aus Festspielhaus Baden-Baden, Stadt Baden-Baden, Kulturraum Baden-Baden, Geschichte Baden-Badens in Europa. Das sind natürlich Wahnsinns-Assets, die wir haben. Und die bespielen wir jetzt in den nächsten Jahren, würde man sagen, gnadenlos.25 Jahre Festival. Mögen es Hunderte werden. See you next year. Bis nächstes Jahr im Festspielhaus Baden-Baden zu den Sommerfestspielen La Capitale d'Été.